Die Propsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen-Buer heute Vormittag. Für 11 Uhr ist sie angesetzt, die Trauerfeier für Schalkes Managerlegende Rudi Assauer. Doch schon weit vor Beginn des Gottesdienstes finden sich viele Fans ein, versammeln sich in stiller Trauer vor der Kirche. Das Innere des Gotteshauses gesäumt von Gedenkkränzen aller Bundesliga-Clubs. Rudi Assauer, eine prägende wie einzigartige Figur des deutschen Fußballs, zu erkennen auch an den Gästen der Trauerfeier, die nach und nach eintreffen. Bayern-Präsident Uli Hoeneß, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Leverkusens Geschäftsführer Sport Rudi Völler, Torwartlegende und Vizepräsident des 1. FC Köln Toni Schumacher, auch Ex-Trainer Huub Stevens, Vereinslegende Mike Büskens, der ehemalige Schalke und heutige Hannover-Manager Horst Held, die gesamte aktuelle Schalker Mannschaft um Kapitän Ralf Fährmann und Trainer Domenico Tedesco, sowie viele, viele weitere frühere Wegbegleiter unter den ca. 1000 Trauergästen. Dann begrüßt Pastor Markus Pottbecker die Anwesenden, unter ihnen auch Rudi Assauers Ex-Frau Simone Tomalla mit Tochter Sophia. Liebe Schwestern und Brüder, ich heiße Sie alle sehr herzlich an diesem Morgen hier willkommen in der St. Urbanus-Kirche zu unserem ökumenischen Gedenkgottesdienst für Rudi Assauer, der in der vergangenen Woche verstorben ist. Ich begrüße die Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde, alle, die ihm in unterschiedlichster Weise durch den Sport Weggefährtinnen und Weggefährten waren. Ich begrüße alle, die ihm freundschaftlich verbunden waren, ihn persönlich oder beruflich kannten. Ich begrüße sehr herzlich auch alle Fans hier in der Kirche, aber auch die, die in der Arena jetzt mit uns zusammen diesen Gottesdienst feiern. In der Schalker Heimspielstätte, deren Bau Rudi Assauer maßgeblich vorangetrieben hatte, haben alle Schalke-Fans, die keinen Platz in der Kirche bekommen konnten, die Möglichkeit, die Gedenkfeier auf der Videoleinwand zu verfolgen. Auch hier haben sich um die 1000 Anhänger der Königsblauen versammelt. Sie alle können live dabei sein, als Clemens Tönjes, der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke, die Trauerrede auf seinen langjährigen Weggefährten hält. Er war eine überwältigende Persönlichkeit, eine Naturgewalt, die mitriss. Er war Macher und Anpacker, ebenso wortgewandt wie stimmgewaltig. Er war hemdsärmlich, er packte an, herzlich, unverblümt, immer direkt ein Mensch des Reviers. Seine Emotionen ließ er freien Lauf. Er sagte immer das, was er dachte. Unvergessen sind seine Tränen, die wir gemeinsam vergossen haben anlässlich unserer gedachten 4 Minuten Meisterschaft. Wir haben diese Tränen miteinander mit ihm geteilt. Emotional wird es auch, als Huub Stevens das Wort ergreift. Schalkes Jahrhunderttrainer, der gemeinsam mit Rudi Assauer 2001 Meister der Herzen wurde. Assi war kein Weg so lang, kein Berg so hoch, wenn es mit FC Schalke zu tun hatte. Wille, Leidenschaft und Kampfgeist hat er an die Mannschaft übertragen. Stolz war er auf seine Felddienstarena. Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich, hat er gesagt, ja. Leider hat die lange Krankheit ihn geschafft. Wir allen werden ihn vermissen. Danke, Assi, was du für Familie, Freunde, FC Schalke 04, Fußball Deutschland und für mich bedeutet das. Rudi Assauer, für viele im deutschen Fußball weit mehr als nur Kollege, stattdessen eine Bundesliga-Institution über alle Vereinsgrenzen hinweg. Im Namen des Vereins Borussia Dortmund und seiner zahllosen Anhänger möchte ich Ihnen allen das herzliche Beileid zurufen. Für uns alle, liebe Trauergemeinde, steht eines fest: Ein Fundskerl wie Rudi, den werden wir niemals vergessen.
Doch es gibt auch heitere Momente, vor allem als Dieter Burdenski 1980 Spieler bei Werder Bremen unter dem damaligen Trainer Rudi Assauer eine hochprozentige Anekdote zum Besten gibt. Er war Trainer, wir spielten gegen Bayern München. Wir waren im Trainingslager am Tegernsee. Rudi Assauer abends nach dem Essen gesagt, Männer, kommt mal her oder steht auf. Wir haben die letzten drei Spiele 4-0 verloren. Morgen spielen wir gegen Bayern München, wir müssen was ändern. Also ändern heißt bei ihm, Rudi sagt, alle einen doppelten Fernet nach dem Essen. Ja, da hat der Masseur gesagt, ja, ich doch nicht. Alle, hat er gesagt, alle. So, was passierte? Was passierte? Wir spielten gegen Bayern München. Was denken Sie, wie es ausgegangen ist? 7-0 für Bayern München. Das war auch eine meiner höchsten Niederlagen, ja. Nach über 1,5 Stunden endet der Trauergottesdienst für Rudi Assauer mit dem Vereinslied Blau und Weiß. Es ist ein emotionales, stimmungsvolles und teils heiteres Abschiednehmen von dem Mann, der Schalke 04 so viele Jahre geprägt hat. Im Anschluss pilgern Trauergäste, Freunde und Anhänger zur Arena, um dort bei Bratwurst und Bier ihrer früheren Vereinslegende zu gedenken. Ruhe in Frieden, Rudi Assauer.